Wir begrüßen Sie, liebe Fußballfans, am Kommentatorenmikrofon heute Manni Beugmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite und Sie sollten mal den Manni Beugmann sehen, der ist richtig heiß auf dieses Spiel. Na, dann legen wir los. Berlin gegen Hertha BSC. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Ja, wie der dazwischen geht, so macht man das. Klasse, wie hier der Torhüter reagiert. Ja, der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Oh, die Zuschauer, die sind nicht gnädig. Diese verunglückte Aktion jedenfalls wird mit höhnischen Zurufen belohnt. Und das kann auch den abgezocktesten Profi aus der Ruhe bringen. Sofort abgezogen. Gibt Abstoß. Das traut sich heute nicht mehr jeder, so in einen Zweikampf zu gehen. Toll gemacht, die perfekte Grätsche. Das konnte doch nicht gut gehen. Solche Bälle sind ein gefundenes Fressen für jeden Gegenspieler. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Und schon wieder Eckball. Und Achtung, er könnte passen. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Alagui. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Zu früh gestartet, abseits. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und die Situation ist bereinigt. Benhard Thiram. Hosogan. Er könnte passen. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Zweikampf um den Ballbesitz. Und nun Adrian Ramos. Aufgabe gelöst hat und so ganz einfach war das eben nicht. Benhard Thiram. Können Sie die Flanke verwerten? Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß.
Welche Mannschaft hatte mehr Torschüsse? Wir haben es für Sie ausgerechnet. Konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Jetzt aber! Guck mal hin! Und was für ein Tor! Steht goldrichtig. Höhler. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Mosogal. Schuss und er trifft den Posten. Eine tolle Torwartleistung, aber der Schuss war nicht von schlechten Eltern. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Den muss er jetzt reinbringen. Alagui, jetzt schießt er. Tuschka. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Ben Hatira. Kann den Pass nicht verarbeiten. Ballverlust. Alagui. Und der Ball erzappelt im Netz. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Was für ein Auge, was für ein genialer Pass. Geht er rein? Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Und nun Adrian Ramos. Beide Rangelei um den Ball. Und ich glaube, die Spannung ist schon halbwegs raus. Zur Pause steht es hier nämlich 3:0. Ein Derby mit einer ganz knappen Führung zur Pause. Ich traue mich nicht zu sagen, wie es ausgeht. Ja, aber diese Führung gibt natürlich Selbstvertrauen und leichter Vorteil schon bei dem Team, das in diesem engen Duell vorne liegt.
zweite Durchgang läuft. Bisher war es ja ziemlich einseitig. Und wir sind wirklich gespannt darauf, ob das so bleiben wird. Alagui. Pekarik. Und nun Adrian Ramos. Hosogai. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Der Trainer hat gesagt, führ schnell aus. Und schon wieder gibt es einen Eckball. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Gucken Sie sich das an. Das ist das Eckballverhältnis. Der schnappt sich die Flanke. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Hosogai. Balleroberung im Mittelfeld. Baumjohann. Unglaubliche Parade. Sie holen jetzt hier einen Eckball nach dem anderen raus. Irgendwann muss einfach mal ein Tor fallen. Ramos! Da rettet der Pfosten! Ein Tor! Ein Tor! Ein Tor! Da schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfballtor. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Hier der Beleg. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Niemeyer. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Tor! Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt das und das kann noch richtig bitter werden. Tja, und ein bisschen Glück sehen wir hier, gehört eben auch dazu. Es sind Zentimeter, aber der Ball landet im Netz. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Zweikampf um den Ballbesitz. Baumjohann. Benhatira. Baumjohann. Ja, das ist so ein Kleinen, wie man im Ruhrgebiet sagt. Der müsste eigentlich ein bisschen größer sein. Ja, ja, also das ist einfach nicht zu machen für ihn. Also da kann er nicht drankommen. Da bräuchte er Körpermaße eines Basketballers. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Niemeyer! Ramos! Gehalten! Jetzt aber ein Kübel Ironie. Ein Wunder! Ein Wunder! Köhler. Jetzt muss ich mal sprachschöpferisch tätig werden. Ohrenbetäubende Stille auf den Rängen. Aber Manni, das kann kein wundern angesichts der Vorstellung der Gastgeber. Köhler. Und
bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Es gibt Abstoß, weil der Ball ins Tor ausgeflogen ist. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Köhler. Die Fans, sie erwarten einen Flankenball. Gut abgeblockt, die Flanke. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Toll, wie er das macht. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Hosogai. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Matuschka, Langkamp. Ja, wo sollte er sonst noch hin mit dem Ball? Da stand er unter Druck. Ball jetzt im Aus. Hosogai. Also selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Ein Versuch der Balleroberung. Hosogai. Köhler. Oh, da gehen sie aber jetzt ein Risiko ein hinten in der Verteidigung, auch wenn hier auf Abseits entschieden wurde. Pekarik. Sauber geklärt. Nochmal pfeift der Schiri. Kein Tor, kein Aus, kein Foul. Es ist der Schlusspfiff.